heißt das andere. Also man kann nicht ein Block und dazwischen eine Tür machen. Das geht nicht. Es müssen unterschiedlich große Räume sein. Und ich glaube, die Dorfbewohner müssen einen direkten Zugang zur Tür haben. Also das funktioniert, wenn zum Beispiel hier ein Dorfbewohner wäre, hier auf dem Block, und das Haus ist eingezäunt und er kommt da nicht hin, dann gilt das, glaube ich, nicht als direkter Zugang und die Tür zählt nicht. Gut, eigentlich, dass jetzt Nacht wird, werde ich jetzt einfach mal schnell hier nochmal kurz einen manuellen Ausgang bauen und mich nochmal kurz aufs Ohr hauen. Weil auch wenn jetzt alles abgezäunt ist, wir wollen ja lieber kein Risiko eingehen. Und es kostet uns nur ein Mintchen. Oh, diese Geräusche von den Typen, Koss, wer hat sich das einfallen lassen? Gut, was wir jetzt hier tun ist. Erstmal runterbuddeln. Oh shit, hier ist der Canyon. Nein! Wieso ist hier der Canyon? Verdammt. Was schlecht. Hier oben kann man Häuser draufbauen. Das passt soweit. Also das kann man notfalls. Der Platz ist okay. So, hier müssen die Türen hin. Ne, Quatsch. Boden, hier müssen die Türen hin, heißt das. So, hier kommt der Boden hin. Sieht jetzt etwas merkwürdig vermutlich aus, was ich hier tue. Aber ihr werdet schon sehr bald sehen, dass das eine der besten Möglichkeiten ist, um. Ja, wir nennen das hier immer das Ghetto. Das habt ihr bestimmt schon in einer von den Folgen gehört, wo Toad jetzt gesagt. Wir hatten ja schon einmal so eine NPC-Village, wo wir halt die Typen künstlich hochfahren mussten, sozusagen. Und, das ist einfach die beste Möglichkeit, um das zu tun. Jedenfalls, das Ghetto ist eigentlich einfach nur total billig und hässlich, ein kurzer Weg hier runter. Und hier haben wir links und rechts haben wir die ganze Zeit Türen. Und die gelten. Und, also, das hier wird alles voller Türen. Und das hier wird Freiraum. Das macht nichts, dass das jetzt unterm Zaun ist. Es ist, muss nur, dass der Block, wo die Tür ist, der muss schon sonnig getroffen werden. Das ist der hier. Also. Tür. Ein Freiraum, zwei Freiraum. Rein theoretisch würde es genügen, wenn ich hier nur einen hinter der Tür mache, aber ich habe das ganz gern auf Nummer sicher. Und mache dann zwei. Also, was heißt immer, ich habe es erst einmal gemacht. Finger auf Speech und so. Woraus der Boden und die Wände und so bestehen, ist, wenn ich mich richtig erinnere, total egal. Solange einfach nur die Platzkriterien erfüllt werden. So. Das ist ziemlich egal, in welchem Abstand diese Fackeln sind. Das ist einfach nur, damit hier drin nichts spawnt. Ich weiß gerade nicht, um ehrlich zu sein, was für eine Lichtabhängigkeit die Dorfbewohner haben. Also ob die unbedingt Licht brauchen im Haus. Ich weiß nur, dass sie nachts halt in die Häuser gehen. Aber ich glaube, es muss Licht in den Häusern sein. Gut.
Ausnahmsweise bin ich. Mein Minecraft hat sich gerade minimiert. So, hoppla. Tut mir leid. Was ich sagen wollte, ist, diesmal habe ich sogar tatsächlich darauf geachtet, dass ich wirklich im Aufnahmechannel bin. Denn das vergessen wir, beziehungsweise ich ja gerne mal. Schon. Hoch. Bleibst du hier? Es hat sich natürlich noch was verändert, wie euch vermutlich jetzt schon lange aufgefallen ist. Nur ich hab's aber verplant zu erwähnen. Ja, natürlich, ich habe ein neues Texture Pack. Was neues? Es ist das Texture Pack, das ich zuvor immer noch hatte, aber das hat einfach gedauert, bis es auf 1.6 abgegradet wurde. Es ist das Raven Texture Pack. Finde ich persönlich super geil. Könnt natürlich in den Kommentaren posten, ob es euch gefällt oder nicht. Außerdem, was ich gerne, falls es irgendjemand von euch weiß, ich hätte nämlich ein Problem. Und zwar benutze ich normalerweise, was mir hier sehr stark auffällt, das Inventory Tweaks Plugin. Und dass ich meine, generell das Mods installieren auf 1.6 ist eh totaler Blödsinn, aber Optifine und so funktioniert. Was nicht funktioniert, ist Raze Minimap, was ich aber hier im Let's Play eh nicht verwende. Das verwende ich immer nur, wenn ich alleine spiele oder mit Todi und so auf der privaten Map. Das funktioniert nicht. Das hat bei 1.6.1 hat die Minimap funktioniert. Bei 1.6.2 jetzt nicht mehr. Und was bei beiden aber nicht funktioniert hat, war Inventory Tweaks. Ich habe den Mod Loader und ja, ich meine Mod Loader, nicht Forge. Und hab die Mod Loader Compatibility. Was auch immer. Die Compat. Compatibility? Ach Gott, Version von Inventory Tweaks verwendet. Die hat einer Custom gemacht. Das ist halt. Die ist normal. Die sind ja auf Forge umgestiegen. Und es gibt halt einen, der das weitergeführt hat als Wechselversion für den Mod Loader. Und der funktioniert an sich auch super. Problem ist halt nur, dass Inventory Tweaks nicht so recht will. Und ich werde es nachher nochmal ausprobieren. Aber ich krieg Inventory Tweaks irgendwie nicht zum Laufen. Was super nervig ist eben, wie ich gerade erwähnt habe, bei den Türen platzieren, weil normalerweise bei Inventory Tweaks, das ist ersetzt ja, wenn man halt zum Beispiel einen Stack Steine verbraucht hat, dann wird sofort der nächste nachgezogen. Und das funktioniert eben auch bei Türen. Ja, irgendwie tut es das hier nicht so recht. Pferdchen macht da draußen schöne Geräusche. Die finde ich sehr viel angenehmer, die Geräusche, als die von den Dorfbewohnern. Oh ja, genau, und man kann Pferde vermehren. Allerdings ist da nicht hundertprozentig gesagt, dass da ein Pferd rauskommt, denn wenn ich das richtig verstanden habe, kann da auch ein Esel rauskommen. Den Esel kann man, der hat auch eine Aufgabe, der ist nicht komplett sinnlos, den kann man mit Taschen versehen. Und der ist halt so ein Mule halt, ist so ein Packesel. So, und eigentlich müssten diese Türen jetzt schon gewertet werden von den Dorfbewohnern. Ich leuchte hier noch ein bisschen aus, weil wenn hier die Türen sind, dann ist hier dann dunkel. Und wenn hier drin was spawnt, oh, das wäre bitter. Wie viele Türen brauche ich denn jetzt noch? Ich habe jetzt noch 3 Stück. Noch 37 Türen. Herzlichen Glückwunsch, sage ich dazu. Jetzt ist natürlich das geringfügige Problem, dass ich vermutlich, bevor die Türen für die Dorfbewohner hier wirken, werde ich diese Häuser rein, halt noch 2 Stück hier drüber pflanzen. Und dann müssen die, wenn die in diesen Häusern drin sind, müssen die so nah an dem hier dran sein,
dass die das als Türen akzeptieren. Und das sind so viele Türen da unten. Es ist pro 4 Türen oder so ein Dorfbewohner mehr. So in der Richtung. Und für die Dorfbewohner, das funktioniert aber nur, wenn man für die Dorfbewohner, die man schon hat, braucht man auch pro Dorfbewohner irgendwie 4 Türen oder so. Und wenn das alles gegeben ist, dann vermehren sich die. Also wenn dann für die vorhandenen Dorfbewohner genug Türen sind und für die... Entschuldigung, da habe ich kurz die Stimme verloren. Und für die neuen dann halt, damit sich die auch tatsächlich vermehren können, dass für die auch Türen da sind. Gut, also jetzt habe ich natürlich durch das Reden natürlich instant wieder vergessen, wie viele Türen ich denn nochmal gebraucht habe. Hast du gut gemacht, dann einfach Scheiße labern und vergessen, was du eigentlich sagen wolltest. Ja, wieso nicht? Wieso rennt mein Pferd hier rum? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich das hier angebunden habe. Was soll das? Ha? Was soll das, hm? Ist schon geil mit den Viechern, wenn man Leertaste drückt. Dann, machen die diesen hier. Weiß nicht, ob. Ich glaube, dann springt das Vieh auch, aber das springt über so ein Block hohe Dinger, springt das Ding auch von alleine. Egal, jetzt ist ja eh hier alles eingezäunt, das Ding kann also eh nicht abhauen. Ich habe mir heute im Kino einen Film angeguckt, beziehungsweise gestern. Ja, wie ich ja schon erwähnt habe, mein neuer Skin und so. Ja, natürlich, Ich Unverbesserlich 2 habe ich mir angeguckt. Wie hat er mir gefallen? Persönlich finde ich er super geil. Ich finde, dass sie die kleinen Zwischenscherze mit den Minions und an sich den Humor des Films haben sie wesentlich verbessert sogar. Was ich allerdings sagen muss, das nicht so gut ist, ist, finde ich, ein bisschen die Story. Die wirkt ein wenig lasch und man merkt schon halt, dass der Schwerpunkt des Films jetzt halt echt auf diesen Short-Gags mit den Minions basiert. Und die zu mir. Ne, doch nicht. Damit einfach ist. Und den droppt dann auch nicht mal den Eisenhelm. Puh. Weiter geht's. Oh, ich könnte eigentlich direkt pennen gehen. Upsi. Ja, ihr dürft euch nicht wundern, wenn ich des Öfteren diesen hier mache. Denn unser Serverhost ist in letzter Zeit sehr, sehr, sehr random. Heißt nicht, dass wir wechseln, ganz im Gegenteil, sondern dass der halt oft Serverausfälle hat, beziehungsweise random Server-Neustarts. Und zwar oft, also wirklich, 4, 5 Mal am Tag. Einmal ist er einfach ausgeleckt, einmal stürzt er tatsächlich ab wegen dem Server. Und wir haben schon so viele Sachen verloren auf unseren Maps. Einfach ganz teilweise 2,5 Stunden Farmgänge waren halt dann weg, einfach weil der Server neu gestartet hat, oder halt nicht neu gestartet hat, sondern einfach weil er abgeschmiert ist. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und ja, das war schon alles super ärgerlich. Nur wir konnten einfach nichts dagegen machen. Weil, jedes Mal, wenn wir den Server-Host anschreiben, dann hat der keine Begründung, warum das so ist. Und aber es tut ihm natürlich schrecklich leid und so. Das gibt uns unser Zeug jetzt aber auch nicht zurück.